So, und damit hallo und herzlich willkommen zur 117. Folge von Forza Horizon 3. Heute in der SRT Viper GTS, oder für mich ist es die Dodge Viper. Und leider auch der letzten Generation der Viper, die gebaut wird, denn Dodge oder SRT hat angekündigt, dass jetzt die letzte Version, oder letzte Version ist offiziell die Viper ACR, quasi die Rennvariante davon. Es wird leider die letzte sein von diesen wirklich brachialen Sportwagen. Denn die Viper ist ein wahres Hubraummonster mit sage und schreibe, haltet euch fest, 8,4 Litern Hubraum. Das ist mehr als 4 VW Golf Rs zum Beispiel. Oder mehr als doppelt so viel wie ein M3 E92. Mehr als eine alte C-Klasse. Oder nochmal mehr als ein Bugatti Veyron. Noch mehr. Das geht, es ist unglaublich, aber es geht natürlich, es ist ein Saugmotor, Dankeschön. Und auch an sich hört sich richtig geil an. Ein V10 haben wir hier unter der Haube vorne. Also auch ein ziemlich langer Motor. Natürlich Heckantrieb, Handschaltung, so muss das. Das ist auch außerdem das Auto von dem Cover von Forza Horizon 1, damals auf der 360. Und diesen Wagen, dieser Special-Wagen, den man auch am Pro gefahren ist. Und eine andere Farbe, will ich noch gleich machen. Aber erstmal werden wir den Wagen noch ein wenig tunen. Weil die ist viel zu langsam. Mit ca. 650, 660 PS. Die drückt ordentlich, hoffe ich zumindest. Ist jetzt auch S1, aber gar nicht mal so weit oben. Na gut, das ist jetzt auch ein Ami. Meine Amis haben wirklich bei Sportwagen sehr, sehr gut aufgebaut und auch sehr geile Sportwagen, aber kommt für mich leider noch nicht an europäische ran. Also, weiß ich, italienische, deutsche oder auch englische sind auch sehr gut. Also die Amis sind halt noch nicht ganz so, finde ich zumindest. Und, oh, tiefer, wow. Ist ja nix. Aber tiefer, wir machen es trotzdem. So, der Wagen kann, glaube ich, auch gerne mal ein wenig leichter. Wiegt ca. 1,5 Tonnen. Ja, dann sind es ja 8,4 Liter Hubraum. Und trotzdem nur 49% vorne, trotz Frontmotor. Das ist nicht schlecht. Ich würde sagen, ein wenig leichter machen wir ihn. Ganz so leicht nicht, aber ich denke 1349 Kilo. Das passt erstmal. Ich würde sagen, Leistung brauchen wir gar nicht mehr, weil ich. Das ist, glaube ich, logisch. Bei weit über 600 PS, das sollte genug sein, wenn wir nicht durchzudrehen. So, spoilertechnisch wahrscheinlich nichts Besonderes. Obwohl, vorne, warte mal. Ich finde, der geht sogar. Aber dafür sollte man dann lieber die Viper, wie heißen die? Die Rennversion von der Viper. Gibt es auch hier im Spiel, wie heißen die? Wir haben jetzt auch eine Rennversion, eine GT-Variante. Da kann man lieber die fahren. Der Spoiler. Natürlich, er ist nicht schön, aber. Alter, ist bei der Breite, ey. Du willst sogar noch theoretisch gerade so gehen, wenn man so ein bisschen den GT-Wagen nachbauen möchte. Aber machen wir natürlich nicht. Der Viper bleibt so, wie sie ist. So, Reifen. Ich hätte gern bessere Reifen. Wenigstens Sportreifen. So, Reifenbreite, ne? Das hat hinten in der Serie 355er Reifen. Das ist, also, die Amis sind krank, ne? In der Serie so breite Reifen, das, nee. So, gehen noch breiter auf 365er. Das machen wir natürlich. Dann vorne sind es nur 285er. Und da gehen 305er, machen wir auch einfach. Ja, komm. Felgen, die gefallen mir persönlich sehr gut. Da hat Dodge meinen Geschmack auf jeden Fall getroffen. Aber ich würde sagen, eine Nummer größer geht so noch. Sind nur 18 Zoll, das ist ja süß. Komm, 19er gehen noch. Ich hinten noch 20er. Ich würde sogar sagen, eine Felgengröße geht von hinten noch. Aber gut, ist auch in Ordnung. Boah, Alter. Geil. Sind jetzt so mehr oder weniger relativ weit oben in S1. Mit 884 Punkten. Und wir sind in der Klasse Modern Muscle, also zu den modernen Muscle Cars. Auch Ford dabei ist mit dem ist der Ford GT da oder ist er bei Modern Supercars? Auf jeden Fall auch mit dem Shelby GT500, mit dem GT350 meine ich. GT350R, Entschuldigung, der GT500. Das Chevrolet mit dem Camaro ist auch dabei, oder Cadillac ist, glaube ich, auch dabei. Das sind nette Autos, aber die Lackierung fehlt natürlich noch. Wir machen es mal Forza Horizon 1 Style, nämlich war dieser Wagen dort gelb, aber er hatte zwei schwarze Streifen, nämlich genau diese hier. Und es sieht einfach geil aus, der Viper. Also ich finde es mega. Meine anderen Farben sind auch alle schön, keine Frage. Hier Rot, Blau mit Weiß finde ich auch sehr cool.
Oder auch so schwarz. Das sieht alles geil aus, aber. Ja, das war nicht umsonst eine Farbe. Oder das Coverauto. Oh, so grau sieht auch geil aus, ne? Aber wir machen es mal schwarz, so wie es sich gehört. Die Felgen, die sind nicht so schlecht lackiert, finde ich. Sagen, das reicht sogar so. Die müssen sogar diesmal nicht ganz so dunkel. Den Rest können wir lassen. Spoiler. Nö, das machen wir nicht. Spiegel, das auch weg. Na, wollen wir auch nicht. Wir lassen es mal so. Ich meine, kann man auch so machen. Also, dass es jetzt nicht scheiße aussieht, das auf keinen Fall. Ich finde die noch deutlich schöner als die vorherige Generation der Viper. Das ist jetzt, glaube ich, die dritte Generation, wenn ich mich nicht ganz irre. Die zweite davor, die fand ich jetzt vom Aussehen nicht so schön, aber die hier sieht deutlich besser aus. Auch die Viper ACR, Alter, uiuiui, die sieht böse aus. Die sieht richtig, richtig böse aus. Naja, schauen wir mal, was wir da für ein schönes Kfz haben. Und oh, da ist sie, ne? Lange, lange Motorhaube. Wenn man doch einen richtig dicken Motor von drin, der brauche ich auch Platz. Deswegen muss ich auch so lang sein. Boah, sieht schon nicht verkehrt aus. Die Felgen. Ah, ich bin noch nicht zufrieden. So. Einmal Farbe ändern. Oder, oh, machen wir die Felgen vielleicht sogar matt? Sieht, denke ich mal, auch cool aus. Ja, die Felgenfarbe ist wichtig. Ich mache sie meistens zwar relativ schwarz oder sehr dunkel, aber ja, da geht auch ein bisschen was. Wie. Ah, nein, nicht die Wagenfarbe, die Felgenfarbe will ich machen. Die Wagenfarbe, ey. So, matt. Zack. Jetzt, oh, dunkel, dunkel, dunkel. Oh, das gefällt mir schon eher. Ja, matte Felgen kann schon geil aussehen. Zwar nicht bei jedem Auto, das auf jeden Fall nicht. Aber ich denke mal, bei der Viper passt das auf jeden Fall. Einige werden meine schwarzen Felgen oder meistens schwarzen Felgen langweilig finden, aber es passt einfach bei so vielen Autos, finde ich. Deswegen sieht es einfach so geil aus. Ja, die Felgen, die sollten jetzt besser aussehen. Zumindest die Felgenfarbe. Die Felgen sind ja die gleichen geblieben. Die Serienfelgen, die sehen echt gut aus. Und ja. Jetzt ziemlich dunkel, aber. Und. Oh. Sound, ne? Genießt ihn einfach. Alter. Sidepipes auf beiden Seiten. Geil, ne? Dicker V10 vorne, Saugmotor. Ich liebe es. Oh. Ba, 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 ba. Ich liebe es. Wir sind gerade in Yarra Valley, okay. Wieso ist hier alles? Clubs gesperrt? Das Mountain ist gesperrt. Social auch? Warum, hä? Verstehe ich jetzt nicht ganz, aber gut. Sollen sie ja jetzt nicht stören. So, ein bisschen tiefer hätte ich ihn gerne. Liegt schon. Ja, geht nicht mehr viel. Immerhin. So, auf 100 braucht dieser Wagen 3,5 Sekunden. Laut Daten. Ich glaube, es dauert ein wenig länger. Und auf 100 Meilen 7,2 Sekunden. Topspeed über 3,30. Ja, das gefällt mir. Und Bremse will ich auf 60 Meilen 39 Meter. Und das 100 Meilen 91 Meter. Nicht schlecht. So, was wir brauchen, ist ein nicht so kurzes Getriebe. Da kann ruhig lang sein. Brauchen den vierten verhältnismäßig kurz. Den fünften und dann sechste mal wieder ein bisschen länger. Ganz einfach und schnell. Und unkompliziert. Mal schön gucken. Mal abbiegen. Ob mal einen kleinen Beschleunigungstest machen. So, ich würde mal sagen, so bei 3.500. Das geht auch gut. Na ja. Dritten Gang bis 2.20 kann man machen. Langes Getriebe, ja, aber irgendwie braucht das die Viper auch, finde ich.
260 sagen, der sollte eh so bis ca. 350 gehen. Damit wir auch den Topspeed wirklich ausfahren können. Bei 334 sind schön und gut, aber auf Autobahn geht dann noch ein bisschen mehr. Scheiße. Okay, das war ein Auto. Das sah ziemlich nett aus. Dann bremsen wir mal kurz. Ja, weiß nicht, mega kurz, aber ist akzeptabel. Kann auf jeden Fall machen, würde ich sagen. Bitte nicht ran, danke. Warte, schon mal noch mal zurück, aber diesmal mit mehr Gas. So. Aber startet, kommt die beiden gut weg. Das mag ich. Das Getriebe passt auch soweit ganz gut, finde ich. Lässt sich bis jetzt ziemlich gut fahren. Auch schön, wenn ich mal in den Bremser rein. Mache ich jetzt ziemlich gerne. Und die geht auch ganz gut voran, die Viper, danke. Also bis jetzt bin ich wirklich von dem Wagen sehr, sehr überzeugt. Ich meine, gut, es ist eine Viper. Es ist jetzt kein mega schlechtes Auto. Das ist schon irgendwie klar. Aber warte mal. Oh. Wir probieren es trotzdem. Das ist ein hoher ABC. Ey, komm. Aber was soll da bitte schön schief gehen? Nämlich das. Ah, da kannst du gerne da vorne so einen Unfall bauen. Hätte ich jetzt nichts gegen. Ja, sieht aber aktuell noch nicht so aus. Ja gut. Ist halt auch eine andere Liga, der hohe ABC, ne? Ja, das werden wir natürlich nicht gewinnen. Genau, Geld dafür. Naja, man kann es ja mal versuchen, ja? Wir haben auch den Gurka gegen den F1 gewonnen. Also, das muss hier nichts heißen. Dann würde ich sagen, geht es ans Rennen fahren. Wie fahren wir da hin? Die Regenwaldrennstrecke. Ich gehe nochmal ins Cockpit. Hat ja auch in der Mitte einen digitalen Tacho für die Drehzahl. Mehr oder weniger so eine Schaltanzeige, die dann so rot wird. Links der Tacho, ja, so logischerweise in Meilen und analog. Wird auch alles wie beim Alten. Aber sieht geil aus, ne? Aber man sieht auch, wie lang die Motorhaube einfach ist, ne? Das kann man auch aus der Ansicht hier richtig schön sehen. Bei 8,4 Liter, die müssen ja irgendwo hin. Und auch, man sitzt hier so. Also, man sitzt hier, glaube ich, richtig tief. Sieht zumindest aus. Auch die Spiegel sehen vergleichsweise hoch aus. Vielleicht zur Fahrerposition. Aber sonst der Innenraum, ich meine, das ist ausreichend. Das ist nicht mega, mega extravagant oder mega luxuriös, aber mein Gott, was braucht man mehr? Man will doch fahren. Und kein Computer mitführen. Ah, geht klasse, kann's nix. Auch ein schöner Wagen, aber ich meine, weil was natürlich noch geiler. Voll in diesem Gelb-Schwarz, das einfach wirklich richtig, richtig geil aussieht. Hallo. Das war schon damals, war mittlerweile schon fast 5 Jahren so, oder vor 4,5 Jahren. Als Horizon 1, glaube ich, im Oktober 2012 rauskam. Ich würde sagen, seitdem bin ich erst wirklich auf die Viper gekommen. Und seitdem liebe ich sie auch. So. Wir sind auch schon wieder da. Tritt mal in unserer ersten Veranstaltung an. Gegen andere Muscle Cars. Das könnte ziemlich hart werden. Da sind echt gute Konkurrenz mit bei. Und dann auch die Corvette Z06. Ja, und das ist natürlich, das ist ein Biest. Da drin, da passt soweit. So ein Aufgang heil. Regen muss jetzt natürlich nicht sein. So, also der Cadillac CTSV fährt mit. Genau, der ATSV. Ja. Camaro Z01 und so. Alles Camaros. Z06, Viper, Dodge und alles. Boah, ist schon. Das wird nicht so einfach. Na, wann ist es denn einfach? Ist eine andere Frage. Eigentlich auch nie. Aber so soll es ja auch sein. Driver-Tara synchronisieren. Und zack. Ich bin echt mal gespannt. Ich würde aber echt sagen, Hauptkonkurrent ist die Corvette Z06. Weil die ist einfach.
Ja, das ist der fucking Z06. Hat eigentlich so ähnliche Leistung wie ich, ungefähr die gleiche. Wir gucken mal, ob einer dabei ist. Wir haben eine Corvette hier, der Mace United. Alter, ich habe ein Problem. Auch eine Camaro ZL1 ist mit dabei. Wetter Horizon Edition. Uiuiui. Aber mein Getrieb, was ich ja gut finde. Der Start war ganz gut eigentlich, ne? Für Master Kamel bei 600 PS. Ich meine, der erste Gang, der ist noch ziemlich lang, aber trotzdem. Der Start war ziemlich gut. Geht ja auch bis jetzt ziemlich angenehm. Ja, im zweiten Gang geht es ganz gut. Der V10, ne, der hört sich geil an. Uiuiui, das war ziemlich scheiße. Schon ein bisschen Charger, ey, ist ja furchtbar. Ist irgendwie so ein bisschen bitter. Zwei Tonnen-Koloss hier, meint der doch mehr. Weil der Viper ist deutlich eher ein Sportwagen, oder ist ein Supersportwagen deutlich mehr als hier der Charger. Noch kurz Platz machen sollte. So, vierter nach der ersten Runde. Läuft. Das ist von meinem Cadillac. Oh, ich sehe da einen. Was ist denn das da eigentlich? Keine Ahnung. Corvette, wow. Kann man das Heck mal kurz? Bin so ein bisschen gerutscht. Aber den Wagen zum Glück noch gefangen. Scheiß Corvette, ey. Also die würde mir echt Sorgen machen, glaube ich. Was hätten wir da vorne überhaupt? Die auch nicht erkennen können. Oh Gott, ey, Kurve. Ich weiß nicht, warum ich die nicht kann, aber irgendwie geht gar nicht. Habe ich auch sehr eindrucksvoll jetzt in zwei Runden demonstriert. Muss mich ein bisschen mehr trauen mit dem Wagen. Wenn man so ein bisschen Angst, dass das Heck weggeht. Und wieder zurückspulen sollte. Das will ich eigentlich auch gar nicht. Zumindest nicht so oft. Mal ein bisschen schwere Fehler, das ist klar. Okay. Wie der zum Beispiel, der war richtig scheiße. Kurve richtig scheiße angefahren. Ich könnte es auch ausstellen, das wäre natürlich auch eine Möglichkeit, würde mehr Credits geben, aber mal kann man es ja auch benutzen. Hier ist ein Chevrolet Supersport. Ja, scheiß Corvette. Mann, ich kann hier noch kriegen. Problem. Mit meiner Batterien. Ich spiele keine Vibration mehr. Kein Force Feedback, wie das heißt. Das ist gar nicht gut. Lol, warte mal kurz. So eine Scheiße aber auch. Diesen Batterien. Yes, aber mein Sieg. Bujaka. Aber Corvette war ein williger Gegner auf jeden Fall. Meine Rundenzeit war sogar ein wenig schlechter als seine. Aber war trotzdem ein geiles Rennen, fand ich. Hat Spaß gemacht. So, ich habe doch ganz gut Credits eigentlich. 23.000. Kann ich persönlich mit leben. Ah, 13. Ja, Mittelmaß. Nicht besonders wenig, aber auch nicht besonders viel. Dann machen wir noch, würde ich sagen. Hat
Hat sich mittlerweile so eingebürgert. Auto 2 Rennen. Was ich auch nicht schlecht finde, warte mal. Was hältst du denn jetzt, mein Freund? Ja, dagegen komme ich an. Den Corvette in der Lackierung. Der gute Losen-LP. Das kann ich schaffen. Das war die Horizon Edition, aber das kann man trotzdem schaffen. Oder zumindest deutlich mehr. Ey. Zumutbar als. Wow. Als haben wir ja. Wo muss ich denn hin, Alter? Okay. Ich frage, wo fahre ich jetzt lang? Okay, er fährt geradeaus weiter. Wurde gerade als zweit angezeigt. Ah ja. Warte, will jetzt abkürzen oder so? Offroad? Wow. Good job. Ja. Stehen drei Bäume, natürlich fahre ich gegen irgendeinen gegen. Und jawohl. Gewonnen. Wieder über 50.000 Credits. Alter, das gibt echt viel EP, sowas. Und gesprungen. Ich habe 114 Kopf an Kopf Rennen gemacht, Alter. So. Vielleicht noch ein Sprintrennen für heute. Ich mache mal wieder alles hier aus, nur die Strecken an. Weil die Karte ist schon echt ziemlich voll. Sind wir das schon gefahren jetzt hier? Weiß gar nicht. Ich glaube schon, oder? Mit dem Alpha? Gute Frage, ne? Welche Strecke wir jetzt hier nehmen? Dies Jahr ist ja was Paradise. Ich nehme jetzt einfach mal die. Bin ich vielleicht letztens schon gefahren? Dann ist es halt so. Mein Gott. Okay, Porten geht schneller. Auf dem ersten Platz. Gute 27 Stunden. Ja. Aber sind die gar nicht mal so viel, ne? Dafür, dass ich über 600 Stunden gespielt habe. Insgesamt. So, Fernrennen. Okay, Mittag. Ein bisschen bewölkt, das passt. Unser SRT, Viper. Wofür stand dann SRT nochmal? Street Racing. Das T. Keine Ahnung. Aber ich glaube, Street Racing, das klingt ganz gut eigentlich. Hier vielleicht für den Standort, wo die gebaut werden, dann in der Nähe von Detroit. Ja, Start war gut. Die am Anfang Wheels bin, aber sonst, es geht voll. Oh, eine schöne Viper hier. Das hat hier 10. Mein Gott, ey. So, was muss man liegen? Gewinne ich. Die Corvette gegen die Viper auch. Zack. Alter. Geht schon gut voran hier. Mit den 650, 660 PS. Das war nicht geil. Wunderbar, Fabian. Ja, nicht ganz so weit rechts fahren. Natürlich wäre auch am besten, hier den Wagen von mir innen zu überholen. Oder so, ja, hat auch noch gepasst. Was ist denn das da vorne, eine Corvette? Sieht so aus, ja.
Ach, die, der Loser hier wieder. Na Mensch. Freundchen. Guck mal wieder scheiße. Ist echt gemein, finde ich. So. Vielleicht noch die letzte Kurven. Ne, ne. Diesmal gewinnt die Corvette. Quasi jetzt Corvette gegen Viper 1:1. Also nicht ganz so blamiert. Und es schien jetzt zwar eigentlich blöd, aber immer noch besser als verlieren. Und zweiter ist ja auch nicht gerade so übertrieben schlecht. Ja, damit kann man auch noch leben. Der Wagen fährt sich super, finde ich. Und sieht auch super aus, natürlich. Das auch. Hört sich auch super an. So, wie auch so vom Preis her, wenn man jetzt noch das so rechnet, so weiß ich, Kaufpreis durch Leistung, das Leistung und Kaufpreis verändert, dann bekommst du für dein Geld wirklich sehr viel Leistung. Wirklich ein tolles Auto. Natürlich, ich meine, der Unterhalt ist nicht ganz begünstigt, der Spritverbrauch sowieso nicht. Verbraucht nicht Karre, also ist logischerweise zweistellig vor dem Komma. Also unter 10 natürlich nicht. Immer so 15, wenn du sparsam fährst. Natürlich ist nach oben alles offen. Denk mal so, ja, 20, 30 wirst du schon da reinkriegen. Wenn du durch Vollgas fährst, was ich 100 Kilometer auf Autobahn oder so, immer schön über 200 fährst. Oder sogar 300 teilweise. Du wirst ja schon den einen oder anderen Schluck genehmigen. Also den einen oder anderen Eimer wohl eher. Naja, cooler Wagen, ja. Dann bleibe ich mich bei euch fürs Zuschauen und hoffe, dass wir uns auch in der nächsten Folge wiedersehen mit einem wieder neuen Wagen, der vielleicht so ungefähr gleich schnell sein sollte oder auch sehr, sehr schnell sein sollte. Mal gucken. Und dann würde ich sagen, ich bin raus und ciao.